Ahu, liebe Schildmann-Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Oceanhorn 2 mit Eric Vikingson. Der Großkern, der Große, ist hinter uns. Wir haben das Rätsel gelüftet. Wir haben ein wunderschönes Schild bekommen. Hier ist es, da ist es. Es kann jetzt, wir können jetzt gefährliche Laserstrahlen abwehren. Und das ist bestimmt ganz cool. Wer weiß, was da noch auf uns erwartet, wenn wir so eine Waffe bekommen. Wir gehen jetzt erstmal in die Weiße Stadt. Ich bin übrigens rausgekommen. Ich musste hüpfen. Das war der Punkt. Weiß nicht, ob ihr es wisst, wo wir dreimal hüpfen mussten, wo ich gedacht habe, hey, jetzt falle ich runter. Aber es hat funktioniert. Jetzt gehen wir uns erstmal ausruhen bei Herrn Mayfair. Die zweite Mission, die wir noch haben, ist die andere hier. Nee, da müssen wir uns eigentlich nur unsere Belohnung abholen. Das sollten wir eigentlich noch machen. Dafür, dass wir Boss Kissinger ja weggemacht haben. Hey, this might be a good time to visit the Knight's Order. It is that tower over there. Alter, krass. Oh, wow. Und jetzt? Ach, Quatsch. Und wo geht's jetzt hin? Warte mal. Ah, warte. Ach ja, und jetzt kannst du hier runter. Und schlupp. Haben wir die Kiste. Wichtig und richtig, eine blaue. Okay, da geht's um Macht. Und was braucht Macht? Nee. Macht würde ich sogar eher... Wir lassen sie erstmal drin. Alles gut. Was soll man da rumgeigsen? Komme ich hier irgendwie wieder runter? Hallo? Hallo? Darf ich das auch nicht? Ne? Wir gehen hier rüber. Wir müssen nämlich gleich schwimmen. So, und dann holen wir uns auf jeden Fall. Ich muss kurz gucken. Wir müssen nur hier drüber. Da hinten nochmal lang. Warte. So, einmal hier hoch. Ich bin gespannt, wann wir schwimmen können. Das wäre auf jeden Fall richtig geil. Ich weiß, hier oben links ist noch eine Truhe. Die holen wir uns jetzt auch noch schnell. Jetzt sind wir einmal da. Jetzt gehen wir schnell die Truhen holen. Wir können ja doch hier hoch. Ich hätte das nicht gedacht. Ich habe echt gedacht, der kriegt jetzt da nicht hoch. Aber dann okay. Ach nee, da war der Stein. Genau. Und eine Truhe. Don't mind me, just drag me along. It is a good thing someone is looking after you two. Hier muss ich doch Feuer anmachen. Ich habe Gott sei Dank nur ein einziges Feuer. Aber die Tür ist auf. Die Tür ist nicht auf. Das war nicht dein Ernst jetzt, oder? Wenn jetzt hier oben so ein Ding ist, was ich anzünden muss, haben wir ein Problem. Jetzt sind wir hier oben. Ach, und hier oben komme ich jetzt in den Kern, oder was? Ja, ist es witzig. Ist es witzig. Ja, geil. Dann wissen wir aber jetzt zukünftig, wie wir da hochkommen. Ja, ja, du musst den Wubbewub machen. So. Oh, das geht schief. Kannst du bitte einfach nur hüpfen? Danke. Oh, aber nicht so weit. Jetzt können wir tauchen. Das ist ein Miniaturluftschiff. Ah, nee, doch nicht. Scheiße. Wie komme ich denn da rüber? Okay, maybe. Wie komme ich da rüber? Ich hätte da auf den Tower gehen müssen, klar. Aber es ging ja jetzt nicht. Ist jetzt auch wurscht. Naja, nee, auf euch hab, nee, hab keinen Bock auf euch heute. Lass mal einfach bitte, ja? Ach, vielleicht müssen wir doch jetzt ins Haus rein und müssen jetzt nochmal schießen. Weil wir haben ja eine Quest oder eine Möglichkeit gemacht. Aber in dem Haus, das wissen wir ja, ist ja was zum Schießen drin gewesen, ne? War das jetzt hier oben? Weil das ist ja noch zu. Das eine leuchtet, ist grün. Das andere ist noch rot. Und wir haben ja hier oben das Teil.
Ist okay. Ist okay. Ist kein Problem. Okay, Nummer 2. Ist das ungünstig? Nee, ne? What the heck? Warum hat er jetzt nichts ausgelöst? Dahinter läuft noch eins lang, siehst du das? Den habe ich getroffen. Der ist zu. Jetzt willst du mich doch verarschen, oder? Nö, dann will ich das Rätsel nicht lösen. Dann ist mir doch egal, ob da vielleicht das Schwimmding drin ist. Nö, das will ich jetzt nicht. Warum? Was soll das? Das ist doch scheiße. Nee. Mave hier, wir kommen. Wir müssen jetzt die Richtung. Nichts ist. So, hier können wir uns ausruhen. Ist er hier oben? Wie weit ist es weg jetzt? Mit der Belohnung. Wir gehen uns jetzt ausruhen schnell. Und dann machen wir morgen, also in-game morgen, die Belohnung noch. Servus. Wer ist er denn? Er ist ja auch da. Hey, du bist es. Lass uns spielen. Vor kurzem hat das Tarok-Wochenmagazin einige seltene Karten unter Wasserorten versteckt. Aber die Standorte von zwei weiteren versteckten Karten wurden nicht verraten. Eine befindet sich in der Nähe der Weißen Stadt, eine andere in der Nähe der Submarine. Ist okay. Das ist schön. So, kommen wir jetzt in unser Zimmer hier, oder? Alter. Der Jute Wein. Ist das hier unser Schlafgemach? Nee, ne? Wo pennen wir denn hier? Boah, ist das grell. Alter, ist das grell. Kann mir mal irgendjemand sagen, wo ich wohne? Ich raff's nicht. Wie, ich weiß, dass wir hier in dem Turm wohnen, aber... Mich jetzt wirklich einmal außen rum und da hochzulaufen, ja? Ist es wirklich wieder so? Ja, kriegst du doch eine Meise. Naja, natürlich. Naja, so, wir wohnen nämlich hier oben. Yes, Baby. Was geht denn hier ab? Kann ich jetzt pennen, bitte? Gott sei Dank. Junge! Oh, war ja, irgendwas passiert doch jetzt. Archimedes, okay. Trin. Was habt ihr vor? Raketen? Was ist das? Es ist auf jeden Fall alles aus. Es ist schlecht. Oder kommt da jetzt was hoch? Yo. Ich bin sprachlos. Ich finde, das dürfen... Können wir jetzt das... Eine Flöte.
Leute! Trin won't be back for a while. Warum? You want to get some rest? Ich hab grad gepennt. Yes. Ach so. Was ist, wenn ich jetzt B drück? Ich dachte, I'm going to oil my joints as well. Okay. Oh, you're young. Go and explore the city or even the nearby lands. Meet us in my study if you get bored. Du bist der Mann, den ich suche. Tolle Arbeit, Imperierter. Ich komme direkt zur Sache. Agentin oder Agent Trin ist beschäftigt und du musst ihr an der Stelle einige Missionen erledigen. Mein Gott, folge mir. Entschuldigung. Fragt mich einer, ob ich mich ausruhen möchte? Ich habe dich in eine Seitengasse in der Nähe des Genko-Konzerns gebracht. Es ist das größte Unternehmen in ganz Gaia und liefert viele Waren, die wir täglich benutzen und konsumieren. Das Unternehmen war der größte Nutznießer des arkadischen Technologie-Biom-Booms. Seine Verkaufsautomaten sind über das ganze Land verteilt. Der Ruf des Unternehmens ist gut, aber ansonsten ist nicht viel darüber bekannt. Was ist die Mission? Warum bin ich hier? Geduld, Ritter. Kürzlich wurde mir Zeuge verdächtiger Aktivitäten in der Nähe des Zwillingstürmer. Sitz der ehemaligen Magiergilde und heutiges Hauptquartier von Genko. In der Nacht wurden unbekannte Roboter gesichtet und die öffentlichen Handelsaufzeichnungen zeigen, dass ungewöhnliche Lieferungen diesen Ort verlassen haben. Wir brauchen Augen im Inneren. Du bist auf der gefährlichen Mission spezialisiert. Geh hinein, finde heraus, was der Genko-Konzern vorhat. Ja, dann let's go, wa? Geh mal rein. Na, kippt gleich der Sack um. Das ist ja wieder ein super Zeichen. Eieieiei. Wir werden nie unsere, wie ist unsere Aufgabe? Untersuche den Genko-Konzern. Wieder eine Nebenquest. Ach so, wir sollen dann zu Mr. Mayfields Wohnung zurückkehren. Können das aber nicht, weil wir jetzt gleich die Mission angenommen haben. Ist ja nicht schlimm, alles gut. Das sind die Automaten, das sind die Roboter. Und Drohnen. Okay, wenn die Roboter nichts machen, wäre es cool. Machen sie nicht. Transport has arrived. Hazard is waste at Terminal Delta. Delivery to Outland is to be initiated. Das sind doch Raketen, oder? Das sind doch Waffen. Jetzt geht die Tür zu, pass auf. Ja, mit Schlüssel. Der Schlüssel zum unterirdischen Dock. Protokoll T77767. Gefährliche Abfälle verlassen um 13 Uhr die Außenwelt. Abfallbeseitigungsanlage. Was für ein Wort. Und hier? Protokoll M9821. Der Transport der Ladung mit gefährlichem Abfall zum unterirdischen Dock soll sofort eingeschleitet werden. Okay. Hier ist anscheinend ein bisschen was Verpestungsmäßiges im Untergrund. Alter, wie schnell warst du jetzt? Hast du es gesehen? Na, du Kleine? Wenn du so weitermachst, ist cool. Aufzug ist da. Wir sind jetzt im unterirdischen Dock. Wir gucken kurz, ob hier unten irgendwas ist. Maybe nein. Außer Batterien. Wir brauchen wieder was mit Strom. Okay, ich sehe die Verbindung. Ah, da oben. Habe ich aber voll gefettfingert, ey. Leute, ich darf mich nicht bewegen, bis das Ding angekommen ist. Oh, jetzt. Bin ich froh, dass wir das damals rausgefunden haben. Überleg mal, wir würden immer noch dort stehen.
Okay, wir haben hier. Fährt das auch wieder zurück? Nee. Oh. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir haben das richtig gute Ding gefunden, oder? Weil wenn ich mir das da hinten angucke, das ist auf jeden Fall scheiße. Wir sitzen in der Ecke und gucken zu, was abgeht. Sehr cool. Guck mal, das sind nur zwei, wir haben drei. Oh. Okay. Ah. Oh nein! Oh, wir sind aber durch. Gleich hoch hier. Wir sind im Genko-Konzern. Illegale Machenschaften im Genko-Konzern. Okay. Hallo? Ritter, es sieht so aus, als ob es sich bei dem gefährlichen Abfall, den der Genko-Konzern in die Außenwelt transportiert, tatsächlich um Waffenlieferung handelt. Wir müssen einen Weg finden, sie zu stoppen. Hast du Personal in der Fabrik gesehen? Ja, Roboter. Ich habe nur Roboter gesehen. Die Gerüchte müssen wahr sein. Der Genko-Konzern wird von Robotern betrieben. Das war mir klar. Folgen Sie einfach Ihrer Programmierung oder gibt sie jemanden, der sie kontrolliert. Wir müssen uns das genauer ansehen. Aber jetzt musst du den Weg finden, diese Fabrik zu sabotieren. Im anderen Raum befindet sich ein Lüftungsschacht, der dich nach außen führen kann, nachdem du dich in der Fabrik befasst hast. Viel Glück, Ritter. Ja, ich danke dir. Ist alles okay. Ist alles okay. Warum sollte ich das jetzt tun? Was gibt's hier? Das nehmen wir definitiv mit. Zweimal sogar. Ja, ja, ist gut. So, was haben wir hier? Protokoll F1R3. Die Fabrik hat die Feuerinspektion nicht bestanden. Stellt sicher, dass kein Feuer die Lüftungsschicht erreicht, da es sich sonst über die gesamte unterirdische Dock ausbreiten könnte. Okay. So, warum gibt es hier Feuer zu kaufen? Weil wir eine Bombe haben. Müsste reichen, oder? Junge! Wo ist er? Scheiße. Wie ich wieder mit allem gerechnet habe, aber nicht damit. Oh, der war gut. Wie komme ich jetzt hier rüber? Da ist noch einer. Ich muss da rüber. Okay. Ich kann doch kein Wasser löschen, oder? Dann machen wir es so. Alles gut, wir kriegen das hin. Wenn ich da runterfalle, ist Ende. Ich muss aber da... Nee, ich muss da in den Lüftungsschacht rein.
Ach, das war meine Sabotage, die ich gemacht habe. Ach so. Ja, okay. Oh mein Gott. Ja, es brennt auf jeden Fall alles, ne? Scheiße. Ich glaube, das hätten wir auch anders hinkriegen können. Gut, ja. Servus. Krieg ich jetzt ein neues Schwert? Wo bin ich denn jetzt? In der Magiergilde hier, oder was? Tolle Arbeit, Ritter. Du hast verhindert, dass weitere Waffenlieferungen die Feinde Arkadiens erreicht. Ich werde die Informationen, die du gesammelt hast, zum Ritterorden bringen. Und wir werden mit der Planung bezüglich des Genko-Konzerns beginnen. Hier ist eine Belohnung für deine harte Arbeit. Ja, einen groben Entdeckerkristall. Sehr nice. Und auch immer wir damit tun. Ich weiß es nicht. Okay, wir haben auf jeden Fall schon ein Emblem. Scheiße. Okay, wir gehen raus. Erkunde die weiße Stadt und kehre dann zu Mr. Mayfiers Wohnung zurück. Wir müssen unsere Belohnung holen. Die holen wir uns jetzt auch noch ab. Egal, wie viel Zeit wir jetzt noch haben. Wie komme ich denn hier wieder raus? Hallo? Komme ich hier wieder raus? Ich würde gerne hier wieder rauskommen. Ist hier der Ausgang? Ach Leute, kommt jetzt. Hört auf mit dem Scheiß. Wieso werde ich denn hier schon wieder in irgendwelche Sachen verfrachtet, wo ich wieder nicht weiß, wie ich rauskomme? Hier ist ein Blutkristall drin. Ich höre ihn. Direkt hier hinter der Wand. Wenn ihr mir den... Also sag mal, sowas zu verstecken. Ich höre noch einen. Warum geht hier eigentlich eine Leiter hoch? Achso. Hey, sag mal. Dann muss ich ja hier lang. Servus. Hä? Okay, ich glaube, ich bin draußen. Junge. Babbel die Babbel. Irgendwo hier oben, da oben drinne, ist was. Hier werden wir alle noch kriegen, wart ab. So, jetzt gehen wir unsere Belohnung holen. Wie müssen wir laufen? Wo sind wir jetzt? Sind wir wieder bis drüben? Du kriegst die Tür nicht zu, ey. Nein, da wollte ich nicht hin. Gut, wir gehen trotzdem dahin. Kann man uns hier irgendwie übers Dach schwingen? Maybe? Oh. So. Naja, da haben wir doch schon mal ein bisschen Weg gut gemacht, ne? So, die Belohnung, die brauchen wir. Das will ich nicht. Ja, was sollen wir weiter erkunden? Die Dinger jetzt hier brauche ich nicht alle aufzusammeln. Da sind immer die Goodies drin. Wir haben eigentlich genug da. 7, 3, 5, 5. Gut, da können wir nochmal kaufen. Geht was auf. Finden wir aber auch unterwegs. Ja, das sind Lebenspolster. Wir gehen hier nochmal shoppen. Vielleicht hat er nochmal Munition. Hat er. Nehmen wir gleich nochmal mit. Oh, dann haben wir schon mal 1000 Coins wieder ausgegeben für irgendwelchen Blödsinn. So, hoffentlich ist die Belohnung auch cool hier für den Herrn Kissinger. Das würde ich ganz cool finden. Jetzt müsste man doch fast da sein, oder? Ja. Wir müssen alle lösen. Da ist er. Wenn er jetzt sagt, geh da und da hin, riecht durch. Verbrecherjagd, Sir. Sir Beißzer. Gesucht, der blutrünstige Sir Beißzer ist dem Gefängnis in der Weißen Stadt entkommen. Besuche das Gefängnis, um weitere Details über seine Flucht und seinen vermuteten Aufenthaltsort zu erfahren. Willst du mich doch verarschen? Entschuldigung? Belohnung abholen? Ist nicht, oder was? Ja gut, ihr Lieben, dann haben wir die illegalen Machenschaften im Greco-Bezirk jetzt heute aufgedeckt und wir werden morgen dann Mr. Mayfair hoffentlich eine neue Aufgabe kriegen. Das wäre ganz geil. Ihr Lieben, ich sag tschüss, danke fürs Zuschauen, bis morgen, macht's gut, tschüss.